Guten Morgen, liebe Gemeinde. Als Mose mit dem Gesetztafeln von Berg Sinai zum Volk hinabgestiegen, glänzt sein Gesicht, weil er der Herrlichkeit Gottes begegnet ist. Es glänzt so sehr, dass er es als Bart bedeckt, damit die Menschen es nicht sehen. Gottes Herrlichkeit ist so strahlend, dass Menschen es kaum ertragen können. Darum ist es ein Segen, dass in Christus Gott als Mensch zu uns kommt. Nun können wir Gottes Gegenwart erleben. Nun wird sie offenbar, ohne uns zu verzehren. Gott lässt seine Erhabenheit eingehen in den Alltag der Welt. So wird sein Erscheinen in Christus zum Ausgangspunkt dafür, dass unser Leben sich wandeln kann. Weil wir an diesem Mittwoch unserer Fastenzeit beginnen, fangen wir das Fasten an, einschließlich das Nichtsagen, das Halleluja, bis wir es wieder ausrufen, wenn wir Ostern der Auferstehung feiern. Aber heute wollen wir immer noch Halleluja sagen. Because of what has happened in this past week, we'd like to have a prayer for the people of the Ukraine. God of love, our hearts are grieved by the violence in our world, especially now by the acts of war in Ukraine. Help us to stand in fellowship with those who suffer and who live today in fear, anxiety, and turmoil. Sustain the hope of all those in Ukraine who seek justice and peace. Send the Holy Spirit, the Spirit of peace, to inspire our leaders and all humankind to prevent escalation and bring a resolution to the conflict. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir singen jetzt zusammen das Lied Gott ist gegenwärtig, Nummer 128, Strophe 1, 2 und 4. Gott ist gegenwärtig.
Sündenbekenntnis finden wir am Seite 13. Lasset uns gedenken, unsere Unwürdigkeit und vor Gott bekennen, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken. Auch aus eigener Kraft uns von unserem sündigen Wesen nicht erlösen können. Darum nehmen wir Zuflucht zu der grundlosen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters, begehren Gnade um Christi willen und sprechen: Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und verleihe uns, dass wir mit lauterem Herzen und reinen Lippen dieses Gottesdienst begehen und dich preisen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. Der Psalm ist Psalm 99, findet ausgedrückt im Zettel. Der Herr ist König, darum zittern die Völker. Er sitzt über die Cherubim, darum bebt die Welt. Der Herr ist groß in Zion und erhaben über alle Völker. Preisen sollen sie deinen großen und wunderbaren Namen, denn er ist heilig. Und die Macht des Königs, der das Recht lieb hat, du hast bestimmt, was richtig ist, du schaffest Gericht und Gerechtigkeit in Jakob. Erhebet den Herrn, unseren Gott, betet an vor dem Schemel seiner Füße, denn er ist heilig. Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anrufen, die rufen den Herrn an und er höret sie. Er redet mit ihnen in der Wolkensäule, sie halten seine Gesetz und Gebot, die er ihnen gab. Herr, du bist unser Gott, du erhörest sie, du Gott, vergibst ihnen und strafest ihr Tun. Erhebet den Herrn, unseren Gott, und betet an auf seinen heiligen Berge, denn der Herr, unser Gott, ist heilig. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer nach und von Ewigkeit zu Ewigkeit. In der Höhe sei er. Allein Gott in der Höhe sei er und dafür seine Gnade. Darum, dass du und immer mehr uns rührt, kann dein Schaden. Ein Wohlgefühl.
lasset uns beten. Strahlender Gott, hoch erhaben bist du und hast trotzdem nicht gezögert, uns in Christus nahe zu kommen. Dafür danken wir dir, wandel unser Leben von Grund auf, dass wir erfüllt von deinem Licht, der deinen in Ewigkeit. Amen. Die Lesung steht im zweiten Buch Mose. Der Glanz auf Moses Angesicht. Als nun Mose von Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichtes glänzet, weil er mit Gott geredet hat. Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichtes glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Da rief sie Mose und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten. Und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte, auf dem Berge Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging von der Herr, mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redet, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Hier endet die Lesung. Die Epistel steht im zweiten Brief des Paulus an die Korinther. Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht und tun nicht wie Mose, der ein Decke vor sie Angesicht hängte, damit die Israeliten nicht sehen könnten das Ende der Herrlichkeit, die aufhört. Aber ihre Sinne würden verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, falschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns in dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Hier endet die Lesung, Halleluja. Er ist ein Glanz des ewigen Lichtes und ein unbefleckter Spiegel der göttlichen Kraft und ein Bild seiner Güte. Halleluja. Halleluja. Evangelium für den heutigen Sonntag steht im Buch Lukas im 9. Kapitel. Dir,
Und es begab sich, etwa 8 Tage nach diesen Reden, dass Jesus mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die bei ihm waren, waren voller Schlaf. Als sie aber aufwachten, sahen sie, wie er verklärt war, und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, hier ist gut für uns sein. Lasst uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete. Als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie, und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach: Dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein, und sie schwiegen davon und verkündeten in jenen Tagen niemandem, was sie gesehen hatten. Das Evangelium Gottes. Wir bekennen unseren Glauben in Worten des Nizänischen Glaubensbekenntnisses auf Seite 44. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am 3. Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Wir setzen uns für unser Predigtlied Morgenglanz der Ewigkeit Nummer 349. Number 394. Verse 1 bis 3. Schick uns diese Morgenzeit, deine
Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, o Herr. Diese Predigt ist adaptiert von einem Pater Manuel Merten aus Düsseldorf. Auf ihn sollt ihr hören. Liest du mir eine Geschichte vor? Als ich noch klein war, haben die Erwachsenen in meinem Leben diesen Satz oft von mir gehört. Und ich habe sehr früh lesen gelernt, damit ich nicht immer auf die Großen angewiesen war, um an meine Geschichten zu kommen. Ich habe die Freude an Geschichten und Bilderbüchern nie verloren. Und als ich vor einigen Jahren in der Stadtbücherei arbeitete, hat es mir immer viel Spaß gemacht, Storytime für die Kinder zu halten. Kindergeschichten sind einfach und unkompliziert. Aber in ihrer Schlichtheit stecken oft Wahrheiten, die uns direkt in unser erwachsenes Alltagsleben hineinsprechen können. So auch mit einer Geschichte, die ich erst vor kurzem kennengelernt habe. Maximilian Maulwurf und der größte Hügel aller Zeiten. Das englische Original heißt Murdoch Mole's Big Idea und ist von Georgie Adams geschrieben. Leider kann ich Ihnen Buch und Bilder nicht zeigen, aber ich traue Ihrem Vorstellungsvermögen. Maximilian Maulwurf baute, wie alle Maulwürfe, Gänge und warf die Erde zu Hügeln auf. Eines Tages brauchte er erstaunlich lange, um nach draußen zu kommen. Endlich stand er auf einem riesigen Berg. Kater Bert empfing ihn. Herzlichen Glückwunsch, der größte Maulwurfshügel aller Zeiten. Wahnsinn, meinte Maximilian. Habe ich das gemacht? Du ganz allein, sagte Bert und grinste hinterlistig. Wahnsinn, flüsterte Maximilian noch einmal und blickte mit stolz geschwellter Brust von oben auf Bert hinunter. Dieser Maulwurfshügel sollte eine Sehenswürdigkeit werden. Touristen würden kommen und seinen Hügel besichtigen und er, Maximilian Maulwurf, würde berühmt werden. Wahnsinn. Aber am nächsten Morgen war der Hügel weg. Verschwunden. Eine Eule kam vorbei. Du hast dich geirrt. Das war gar nicht dein Maulwurfshügel. Ein Bagger hat das gemacht. Der Bagger hat gestern einen großen Erdhügel aufgeschüttet und jetzt wird alles wieder glatt gewalzt. Maximilian sah die Eule bestürzt an. Aber Bert hat doch gesagt, ich hätte das alles gemacht. Bert hat sich einen Spaß erlaubt, erklärte die Eule. Maximilian fühlte sich plötzlich winzig, klein und nutzlos. Er war ein ganz normaler kleiner Maulwurf mit unsinnigen, großartigen Ideen im Kopf. Ganz oben sein, mit geschwellter Brust, voll Stolz über die eigene Leistung, im Rampenlicht stehen, die Bewunderung genießen, berühmt sein, auch ein wenig auf andere herunterblicken zu können. Es fällt nicht schwer, sich in Maximilian Maulwurfs Glücksempfindungen einzufühlen. Sie treffen so sehr das, was uns gut tut oder gut täte. Unsere Sehnsucht, nicht immer zum Fußvolk zu gehören und in der Bedeutungslosigkeit der Masse zu verschwinden. Wir möchten bedeutsam sein, anderen etwas bedeuten. In den letzten paar Wochen liefen die Olympischen Spiele in Beijing. Jeden Abend gab es die Medaillenverleihung. Je drei Sportler oder Sportlerinnen oder Teams durften Platz nehmen auf dem berühmten Treppchen, bekamen Gold,
Silber oder Bronze. Das Glück im Gesicht, ich habe es geschafft, ich bin ganz oben. Natürlich schaffen es nicht alle aufs Treppchen und vor allem nicht auf die oberste Stufe. Nicht jeder bekommt die Goldmedaille und darf vor aller Welt stolz mitsingen, als seine Nationalhymne gespielt wird, wenn es auch ein bisschen schräg ist, wie unsere kanadische unser kanadisches Hockey-Team dieses Mal. Aber ganz nah dran zu sein, ist auch schon was. Es war bis in die Quarter- oder Semifinals zu schaffen, die Silber- oder Bronzemedaille zu bekommen. Das ist ein kleineres Glück vielleicht, aber besser als nichts. Und klar lässt man es sich nicht unbedacht durch die Lappen gehen. Darf ich jetzt Ihren Blick auf das Evangelium des heutigen Tages lenken? Näher hin auf Petrus. Zusammen mit Johannes und Jakobus ist er von Jesus eingeladen. Der nimmt sie beiseite und macht sie so zu etwas Besonderem. Dann geht es auch noch nach oben auf einen Berg. Dort angekommen stehen dann zwar nicht Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Treppchen, da stehen Jesus, Mose und Elia. Aber die Jünger sind ganz nah dran. Das ist ja auch etwas, wie wir wissen. Aber die gute Erfahrung droht allzu schnell zu Ende zu gehen. Petrus tut, was wir alle tun würden. Er versucht zu strecken. Noch ein bisschen länger. Eine Zugabe bitte. Er schlägt ein Bauprojekt vor. Er will 3 Hütten errichten zur zeitlichen Verlängerung des guten Gefühls, des einmal Obenseins. Meister, es ist so gut, dass wir hier sind. Das ist echt ein Höhepunkt. Während Petrus noch redete, so das Evangelium nach Lukas, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Sie gerieten in die Wolke hinein und bekamen Angst. Ahnungsvoll stehen sie vor der Kurzlebigkeit großartiger Gefühle, dem raschen Ende erhebender Momente. Das »Ich hab's geschafft, ich bin ganz oben« oder zumindest »Ich gehöre zu denen, die es geschafft haben, ich bin ganz nah dran«, schon droht es zu platzen wie eine Seifenblase. Der Schatten der Selbsttäuschung führt erneut vor die Angst der Bedeutungslosigkeit. Für Petrus, Jakobus und Johannes, für dich und mich, für jeden gilt das, was dem Maulwurf in unsere Geschichte widerfährt. Und Maximilian fühlte sich plötzlich wieder winzig, klein und nutzlos. Er war ein ganz normaler, unbedeutender Maulwurf. Da, so die frohe Botschaft nach Lukas weiter, rief eine Stimme aus der Wolke, das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Was soll das jetzt noch bringen, wo alle Herrlichkeit offensichtlich am Ende ist? Auf dem Berg, ganz oben, wo Jesus auf dem Treppchen stand, zusammen mit den beiden anderen Gewinnern. Na klar, da wäre es spannend gewesen, das Rezept zu hören, wie man es macht, top zu sein, nicht zum Fußvolk zu gehören. Aber jetzt, in der Wolke, wo er längst wieder wie ein Verlierer, ein Loser aussieht? Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Lassen wir uns doch mal auf diese Stimme ein. Hören wir dem auserwählten Sohn einfach zu. Ich erlaube mir, ihn zu zitieren. Da sagte Jesus, die Könige herrschen über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll werden wie der Kleinste und der Führende soll werden wie der Dienende. Welcher von beiden ist größer? Wer bei Tisch sitzt oder wer bedient? Natürlich der, der bei Tisch sitzt. Ich aber bin unter euch wie der, der bedient. In diesen wenigen Sätzen wird klar, Gottes Rezept für ein geglücktes Leben stellt unsere gängigen Vorstellungen auf den Kopf. Auf ihn sollt ihr hören, heißt so viel wie, er hat ein Kontrastprogramm, das nicht nur brauchbar ist, wenn man oben ist auf dem Treppchen des Erfolgs. Sein Rezept für ein gelungenes Leben kann man auch im Tal verkünden, auch am letzten Platz des Rennens. Es hält der Ebene der Alltäglichkeit und dem vermeintlichen grauen Einerlei stand. Wie lautet das göttliche Rezept?
Wirklich groß, dauerhaft bedeutend, endgültig wichtig wird ein Mensch in dem Maß, in dem er sich anderen bedeutsam macht durch seinen Dienst, seine Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft. Größe und Bedeutsamkeit eines Menschen, so sieht es Gott und so lässt er seinen Messias verkünden, gipfelt in dem Satz: Ich bin unter euch der, der dient. Zugegeben, das klingt jetzt ebenso abstrakt wie fromm und läuft Gefahr, ins eine Ohr hinein und zum anderen hinauszugehen. Aber es geht ja auch konkreter und weniger fromm. Sie erinnern sich an unsere Geschichte? Maximilian Maulwurf steht enttäuscht da und kommt sich klein und nutzlos vor. Da kam Quacks, der Frosch. Ich kann nicht nach Hause kommen, jammerte er. Mein Teich liegt auf der anderen Seite der neuen Straße. Es ist lebensgefährlich, über diese Straße zu hüpfen. Das ist ein Fall für mich, sagte Maximilian. Er sah schon wieder ganz unternehmungslustig aus. Maximilian grub und grub, aber dann hatte er es geschafft. Maximilians Tunnel führte direkt unter der neuen Straße hindurch. Jetzt konnten Frösche und andere kleine Tiere in Ruhe und Sicherheit von einer auf die andere Straßenseite kommen. Auch Bert kam vorbei und bestaunte den neuen Tunnel. Alle Achtung, meinte der Kater, du kannst was. Ich schließe mit drei Wünschen. Mögen Sie in Ihrem Leben Freude und Sinn finden, indem Sie offen sind für die Not anderer und sich in Ihren Dienst stellen. Mögen Sie einen klaren Blick entwickeln für Situationen, in denen Not am Mann oder an der Frau ist, und Maximilian Maulwurfs beherztes Wort auf die Lippen nehmen. Das ist ein Fall für mich. Möge Gottes abschließendes Wort über Ihrem Leben lauten: Alle Achtung, du kannst was. Du kannst sein wie einer, der dient. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen unser Hauptlied, Nun jauchzt dem Herrn alle Welt, Nummer 187, 1 und 5. 187, 1 und 5. Unsere Abkündigungen heute. Zum Anfang möchte ich gerne einen Gruß schicken an meinen Vater in Deutschland, der im Livestream mithört. Gottfried Hesmert wird diese Woche 90. Ich kann leider nicht dabei sein, aber ganz herzliche Grüße und alles Gute zum Geburtstag. Am Dienstag ist Shrove Tuesday und wie Sie wissen, können wir nicht unser normales Pfannkuchenessen machen. Aber wir haben es diesmal auf eine andere Art gemacht. Wir haben ein Pfannkuchenrezept-Kochbuch zusammengestellt aus unserer Gemeinde. Sammlungen von Pfannkuchen, es sind echte deutsche Pfannkuchen auch mit dabei. Alle möglichen Waffelrezepte, ganz viele verschiedene Rezepte. Sie können sich morgen, also außen am Eingang, ein Buch mitnehmen. Bitte nehmen Sie eins mit. Und am Dienstagabend, wenn Sie Zugang zu einem Computer haben, werden wir ein Zoom-Meeting machen. Und miteinander, also um 17:30 Uhr, um 17:30 Uhr, miteinander Pfannkuchen essen.
oder backen oder je nachdem, wie es geht. Also wenn Sie das können, das wäre ja schön, wenn Sie bei uns dabei sein können. Am Aschermittwoch, diesen Mittwoch, ein Invitation to Lent, eine Aschermittwochsandacht um 7 Uhr, 19 Uhr hier in der Gemeinde. Wenn Sie nicht dabei sein können und wieder Zugang zu einem Computer haben, das wird im Livestream mit aufgenommen. Wir würden uns freuen, wenn Sie kommen könnten. Herzlichen Dank. Jetzt bleiben wir weiter sitzen, zu unserem Dankopferlied O Jesu Christe, wahres Licht, Nummer 50. Wir danken dir, himmlischer Vater, für das Gut, das du uns anvertraust. Segne, Herr, diese Gaben und verleihe uns, dass wir in der Kraft deiner Liebe dir dienen an unseren Brüdern und Schwestern, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Unser Fürbittengebet. Gott im Licht des seines Sohnes gewinnt die Welt einen neuen Schein. Wir können zu dir mit allen uns, was uns bewegt, voll Zuversicht, dass du dich unsere Bitten annimmst. Gott, du Schöpfer des Lebens, du hast der Welt das Leben eingehaucht. Lass Atem schöpfen, alle, die außer Atem sind. Lass er hell werden für alle, die mit Dunkelheit kämpfen. Hauche neues Leben ein, wo Dinge leblos geworden sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du Herr der Kirche, du hast Christus gesandt, deine Kirche zu gründen. Lass dein Feuer brennen, wo wir kalt geworden sind. Schenke Klarheit und Richtung, wo die Orientierung fehlt. Schenke Offenheit und Mut, wo Veränderung Not tut. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du Erhalter des Lebens, du hast in der Aufstellung der Hoffnung gestärkt, dass in jedem Ende ein neuer Anfang verborgen liegt. Nimm dich unsere Verstorbenen an und lass sie deine Herrlichkeit
schauen. Nimm dich der Trauernde an und bewahre sie in der Hoffnung. Nimm durch die Sterbenden an und nimm ihnen alle Angst und Sorge. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du Freund des Lebens in Christus, bist du Mensch geworden. Im Geist begleitest du uns tagtäglich. Erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe, dass wir einander mit Güte begegnen. Richte unsere Blicke auf das, was Not tut. Und mache unsere Hände bereit, der im Nächsten zu dienen. Wir bitten dich, erhöre uns. In der Stille beten wir für Menschen, die dein Licht brauchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, der Vertrauen wir unsere Bitten an, Vertrauen darauf, dass du hörst, was wir laut und in der Stille vor dich gebracht haben. Durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergeben uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Amen, Amen, Amen. Und jetzt singen wir unsere. Unser Schlusslied, Nummer 347, lobet den Herrn, alle, die ihn ehren. Strophe 1, 6 und 7. Thank you.
Frieden, Frieden, verteilt die gute Nachricht. Danket dem Herrn.